An der Wall Street, da geht es heute richtig turbulent zu. Zunächst neue Allzeithochs, bums, dann fast 3% runter, dann wieder Erholung. Und das ist kein Zufall, dass es heute, naja, ziemlich turbulent zugeht an der Wall Street, denn es ist Ausdruck eines neuen Phänomens, das Instabilität in die Märkte bringt, eines Phänomens, das man als Flashmob bezeichnen könnte, nämlich, dass sich praktisch ein Mob, wenn man so will, über Social Media Plattformen wie Reddit, eine amerikanische Plattform, verabredet. Und was machen die? Die kaufen Aktien, out of the money calls, also Calls, die Optionen, Call-Optionen, die aus dem Geld sind, weit aus dem Geld sind, deswegen sehr günstig sind. Und wenn viele, viele das tun, dann steigt diese Aktie und vor allem steigen Aktien, die Shortseller geschortet haben vorher, und die Broker kommen in eine sehr schwierige Situation, denn sie müssen sich absichern gegen diesen Anstieg der Aktie, indem sie die Aktie selber kaufen. Das ist sozusagen eine neue Dynamik, diese Social-Media-Verabredung durch Flashmobs. Und genau das ist heute zum Beispiel bei der Aktie GameStop passiert. Die ist heute weit über 100% gestiegen, schon am Freitag deutlich gestiegen. Und der Hedgefonds Citron Research, ein sehr bekanntes Unternehmen, Hedgefondsunternehmen in den USA, das normalerweise fraudulent enterprises aufdeckt, also Unternehmen, die betrügerisch vorgehen, das hat gesagt, also GameStop ist massiv überbewertet, die Aktie wird zurückfallen auf $20. Und das haben dann einige Leute, viele Leute offenkundig bei Reddit zum Anlass genommen und vielleicht auch bei anderen Plattformen und dann diese Optionen gekauft. Jetzt entsteht für den Broker die Situation, wenn die Aktie massiv steigt, dann geht er massiv ins Risiko, denn faktisch ist der Gewinn des Kunden der Verlust des Brokers zunächst mal. Außer der Broker ist abgesichert, und das tut er, indem er dann selber, wenn er diese Call-Optionen verkauft, eben die Aktie kaufen muss, um das Risiko zu hedgen, zu neutralisieren. Und das Gefährliche an der Situation ist, und warum wir diese Turbulenzen gesehen haben, bei denen praktisch alle amerikanischen Retail-Broker zur gleichen Zeit nicht mehr erreichbar waren, das muss man sich mal vorstellen, niemand konnte sich da einloggen. Das Gefährliche ist daran, dass wenn eben diese Absicherung nicht gelingt, weil zu wenig Aktien auf dem Markt sind, dann diese Broker unkalkulierbare, unendliche Risiken ins Buch nehmen, die sie bums aus dem Business schießen können, dann sind die platt. Und das wird bedeuten, dass diese Broker möglicherweise keine Aktien mehr anbieten werden, weil das Risiko zu groß ist, wenn solche Dinge vorkommen. Und genau das bringt die Instabilität in die Märkte. Und wie gesagt, kein Zufall, dass die amerikanischen Retail-Broker, also Broker für Privatinvestoren, praktisch allesamt heute ausgefallen sind. Erstens. Und zweitens, dass die Wall Street dann vom Tageshoch fast in allen Indizes 3% gefallen ist. Knapp 3%, um dann sich wieder zu erholen und dann volatil weiterzumachen. Also das ist eine Geschichte, die krass ist. Hier hatte zum Beispiel GameStop selber, ein Computerspielanbieter, gleichzeitig Unterhaltungselektronik, eigentlich auf dem sinkenden Ast durch die Digitalisierung, sein Unternehmen, das faktisch keinerlei Zukunft hat, hat dann einen Twitter-Post abgesetzt und hat einen Bunch of Redditors, also einen Klüngel von Reddit-Nutzern, die Asperger haben, die hätten also kollaboriert, um einen Short Squeeze des Jahrzehnts in dieser Aktie hervorzurufen. Citron saß wohl auf Milliardenverlusten, dieser Hedgefonds, durch den Anstieg dieser Aktie. Aber schauen wir uns das Ganze mal weiter an. Hier zum Beispiel die Broker E-Trade, Vanguard, Robinhood, Merrill Lynch, Charles Schwab, Vanguard. Die alle hatten Probleme, waren nicht erreichbar. Zufall? Wohl nicht, denn in diesem Moment waren die Risiken für diese Broker entweder zu groß, das heißt, sie konnten nicht mehr hedgen, erste Möglichkeit für diesen Blackout, oder zweitens, dass einfach der Traffic zu groß war, weil zu viele Spekulanten dort gezockt haben. Jedenfalls sehen wir, dass es dieser Short Squeeze bei GameStop eben vielleicht kein Zufall ist, denn die Aktie ist, oder das Short Interest auf den Free Float bei dieser Aktie beträgt 151,8%. Das heißt, es gibt mehr Short Interesse als frei verfügbare Aktien. Ähnliches ist das zum Beispiel, oder ähnlich ist das bei National Beverage Corp mit dem Kennzeichen FIS. Die Aktie auch deutlich gestiegen heute. Also das ist so eine konzertierte Social-Media-Aktion. Wie man das aus vergangenen Wochen, Monaten, Jahren kennt, dass sich Leute übers Internet verabreden zu Partys,
zu irgendwelchen Dingen, die ziemlich krass aus dem Ruder laufen dann gelegentlich. Nur ist das jetzt sozusagen eine Geschichte, die an den Märkten auch passiert. Also letztendlich haben Flashmobs jetzt auch die Märkte mit übernommen. Und kein Wunder, denn wenn praktisch zu wenig Free Float bei einer Aktie wie GameStop der Fall ist, dann kann der Broker sich nicht eben absichern. Das ist das Problem. Er sucht dann, er muss versuchen, diese Aktie selber zu kaufen, um sich zu hedgen, kriegt aber keine, weil sie nicht vorhanden sind. Und dann entstehen solche Dinge, die extrem sind. Schauen wir uns mal hier eine Kommentierung an in Real Money. Da sagt man, das ist ein Erweckungserlebnis, was wir da sehen. Eine große Gruppe von Retail Traders, die verabreden sich, um eben diese aus den Geldcalls zu kaufen. Und damit können sie jede Institution inzwischen in die Knie zwingen, außer der Fed. Aber sie können Hedgefonds in die Knie zwingen etc. Das ist eine neue Erfahrung. Es ist wirklich etwas, was spektakulär ist nach meiner Auffassung, was da heute passiert ist. Und wir sehen hier den Kursverlauf von GameStop. Wie gesagt, die Aktie schon am Freitag deutlich gestiegen, dann auf über $160 gestiegen. Marktkapitalisierung von mehr als $10 Milliarden. Wie gesagt, die Umsätze der Firma in den letzten Jahren massiv gesunken. Das Tief der Aktie war, glaube ich, in den letzten 52 Wochen, also Zeitraum ein Jahr, etwa bei $2,57, also ein 180stel fast. Das muss man sich vorstellen. Nee, nicht 180stel, 80stel. Mathematik und Fugmann, das passt nicht. Jedenfalls sehen wir, dass die Aktie dann auch wieder massiv nach runter gekommen ist. Also es sind hier wirklich absurde Dinge, die da passieren. Flashmob, so hat es schon vor einem Jahr Peter Atwater bezeichnet. Und der sagt hier in einem Tweet, ich hätte nicht gedacht, dass das so wahr werden wird, dass ein Flashmob sich verabredet, um die Märkte derartig zu attackieren. Das ist unglaublich. Hier sehen wir nochmal die Aktie von Flashmob auf $160 gestiegen, dann auf $105 in Minuten gefallen. Die Aktie musste dreimal vom Handel ausgesetzt werden, innerhalb von 30 Minuten. Das ist schon eine herbe Geschichte. Und jetzt kommt Goldman Sachs und sagt, ja, alles gar kein Problem. Wir sehen da zwar absolut Spekulation, das ist unsustainable excess, also ein nicht dauerhaft bestehen könnender Exzess, aber das sei alles nicht schlimm, denn es handelt sich bei diesen Unternehmen nicht um wirklich größere Marktkapitalisierungen. GameStop etwa heute mit knapp über 10 Milliarden in der Spitze an Marktkapitalisierung. Aber diese Auffassung ist nach meiner Auffassung falsch, weil sie Broker in existenzielle Schwierigkeiten bringen kann. Eben diejenigen, die solche Optionen anbieten, die werden sich dann möglicherweise zurückziehen oder eben aus dem Geschäft gekegelt, wenn solche Dinge aus dem Ruder laufen. Und dann hat das für andere auch Konsequenzen. Kein Zufall nach meiner Auffassung, dass ohne irgendeine Meldung die Wall Street dann zwischendurch mal fast 3% vom Tageshoch verloren hat. Das kam ja eigentlich völlig ohne irgendetwas, was das hätte begründen können, außer dieser Mechanik, die wir bei diesen Brokern sehen. Also das ist schon eine gewisse Gefährdung, eine Instabilität für die Märkte. Sven Hendrik sagt hier, das ist exakt derselbe Nonsens, den wir gesehen haben auf dem Weg ins Jahr 2000, und glaubt nicht, dass die Fed dann retten kann, denn die Fed ist bereits All-in, so wie alle anderen All-in sind. Und Stalingrad und Pursky, auch ein sehr amüsanter Twitter-Kanal, sagt, wenn man noch nicht im Jahr 2000 die Dinge wirklich verfolgt hat, dann ist das okay, aber das, was wir im Jahr 2000 gesehen haben oder auf dem Weg ins Jahr 2000, das ist ein Picknick im Vergleich zu dem Shit, der derzeit läuft, so Stalingrad und Pursky. Da kann man schwerlich widersprechen. Der Goldman Most Shorted Index, also ein Index von Goldman Sachs, wo die meistgeschorteten Aktien enthalten sind, der ist heute zeitweise um über 10% gestiegen. Das ist der drittgrößte Short Squeeze seit dem März-Tief, das wir gesehen haben am 23. März. Also, wir haben letztendlich einen gigantischen Short Squeeze vor uns. GameStop etc. ist nur ein Symbol dafür. Und wir haben auf der anderen Seite jetzt in den letzten 4 Wochen die größten Zuflüsse in Aktien gesehen ever. Gab es noch nie. Also die Investoren, die gehen all in, sind all in. Und wenn irgendwas schief läuft, zum Beispiel irgendein Broker platt geht,
der praktisch dann nicht mehr im Geschäft ist, dann bestimmte Dinge passieren, wie wir sie ähnlich in der Finanzkrise gesehen haben, dass nämlich keiner mehr weiß, wo welche Risiken sind, dann kann die Geschichte ziemlich schnell eskalieren, weil dann eben alle all in sind. Und wenn dann solch ein schwarzer Schwan entsteht, wie zum Beispiel die Pleite eines Brokers, dann hat das nicht wenig Konsequenzen. Wir sehen hier zum Beispiel, dass die höchst bewerteten Aktien, also die mit EV, Enterprise Value, also die Marktkapitalisierung eines Unternehmens in Relation zu ihrem Umsatz, es sind diese Aktien, die am teuersten sind, die am meisten gespielt werden, wo das Handelsvolumen am größten ist. Das haben wir ähnlich im Jahr 2000 erlebt oder auf dem Weg zum Jahr 2000, und jetzt sehen wir es wieder. Parallelen und Ähnlichkeiten sind zufällig und sicherlich nicht beabsichtigt, und hier sehen wir auch das tägliche Optionsvolumen, das durch die Decke schießt. Die Optionen werden für das Verständnis der Märkte immer wichtiger. Die Mechanik, die dahinter steht, was da passiert und auf der anderen Seite, wie Broker dann agieren müssen. Wir haben schon Tesla gesehen, da war ein ähnliches Spiel der Fall, dass dann eben die Broker praktisch, um sich zu hedgen, die Aktie von Tesla physisch kaufen mussten, sonst wäre nicht erklärbar, warum die Marktkapitalisierung von Tesla so viel mehr ist als bei den wirklichen Autokonzernen. Tesla ist ja ein Nischenanbieter, wenn man so will. Und man darf auch nicht vergessen, dass bei dieser Aufregung um GME, das ist das Kürzel für GameStop, diese Aktie, die heute durch die Decke geschossen ist, wir aber gesehen haben, dass in der letzten Woche Growth so stark outperformt hat zu Value wie seit November 2008 nicht mehr, also auch schon eine gewisse Zeit her. Hier sehen wir, das gab es seit der Finanzkrise nicht mehr, dass Wachstumstitel so stark outperformt haben. Klar, wir haben vorher das Umgedrehte gesehen, Value hat sehr lange Growth outperformt, und wenn wir uns mal den Nasdaq anschauen, dann sehen wir, wir sind hier in einem Aufwärtstrendkanal. Der ist immer wieder gehalten worden, immer wieder bestätigt worden, und wir sehen jetzt ein ähnliches Muster wie 1999. Sie wissen ja, ich bin jetzt konvertierter Bulle und wie alle Konvertiten besonders radikal. Ja, die Kritiker der Elche waren früher selbst welche, oder die radikalsten Nichtraucher sind Leute, die früher natürlich Kette geraucht haben. So ist es bei mir jetzt. Jetzt bin ich natürlich der radikalste Bulle und sage, es ist möglich, dass wir ein ähnliches Szenario wie 1999 sehen. Wenn Sie sich diesen Chart mal links anschauen, dann sehen wir, dass wir auch über einen extrem steilen Aufwärtstrend rausgebrochen sind. Jetzt die nächste Trendlinie, die neu eingezeichnet werden muss, nach oben schon durchbrochen haben. Und wenn das Bestand hat, dann können wir nochmal einen richtigen Melt-Up-Boom sehen, bei den Tech-Werten zum Beispiel. Und Ähnliches sehen wir ja derzeit auch bei den Small Caps, also bei den kleineren Unternehmen, die zum Beispiel im Russell 2000 enthalten sind. Hier sehen wir, die handeln, die haben praktisch jetzt das Dreifache an Schulden zum EBIT da. Noch nie gesehen, noch nie da gewesen. Und wenn wir uns den Kursverlauf mal in Relation zu dem wirklichen Geschäftsverlauf anschauen, es gibt nämlich den NFB Small Business Optimismus Index, der also kleine Unternehmen befragt, wie schaut es denn aus mit eurer Geschäftsentwicklung? Und da geht die Geschäftsentwicklung deutlich nach unten, aber die Kurse gehen deutlich nach oben. Heute zwischenzeitlich der Russell 2000 fast bei 2200 Punkten, ist dann 3% mal eben innerhalb von wenigen Minuten nach unten gekracht, weil hier eben auch viele dieser Aktien drin sind, die sehr stark geschortet sind. Also wir sehen, das hat Auswirkungen durchaus auf die Indizes, und auffällig auch, dass zuletzt der MSCI World, also die Aktien außerhalb der USA, deutlich besser gelaufen sind, nämlich seit November, seit dieser Impfstoffgeschichte, als die amerikanischen Indizes. Und das, obwohl eigentlich die Konjunktur in den USA deutlich besser läuft, wenn wir zumindest jetzt die Einkaufsmanager-Indizes mal anschauen, die sind ja teilweise auf den zweitbesten Wert jetzt gestiegen seit 6 Jahren, diese Einkaufsmanager-Indizes, während in Europa die Dinge eher nach unten klappen. Heute allerdings ist es andersrum. Der DAX hat Schwierigkeiten, die europäischen Indizes haben Schwierigkeiten. Warum ist das so? Liegt ein Stück weit auch an dem schlechteren IFO-Index. Der hat zu meiner allergrößten Überraschung heute enttäuscht. Ist ja ein Wunder, wenn man da praktisch im Lockdown ist, schon seit gefühlt 5 Monaten, dass dann irgendwann mal der IFO-Index fällt, ist überraschend. Das hat keiner auf den Zeiger gehabt. Jedenfalls hat das durchaus den DAX belastet. Und es belastet eben auch, dass die Impfstoffversorgung offenkundig in Europa durch die geniale Verhandlungstaktik der EU ein bisschen schwierig ist. Jetzt gibt es ja diese Probleme mit AstraZeneca.
Und im Mai sollten 36%, gut 36% aller Impfstoffe von AstraZeneca kommen. Dementsprechend, wenn das nicht so kommt, dann werden wir in Europa deutlich hinterherhinken mit den Impfstoffen. Und wenn wir hinterherhinken mit Impfstoffen, dann hat das Folgen eben auch für die Wirtschaft. Und so erklärt sich vielleicht, dass die Märkte heute in Europa ein bisschen schwächer sind. Ein interessanter Punkt vielleicht noch, Bitcoin. Sie wissen, ich bin jetzt der Glaubensgemeinschaft Bitcoin beigetreten. Ich will nur eines zu bedenken geben, dass Bitcoin inzwischen eine Art Frühindikator ist. Das sagen immer mehr Analysten, die sich das Kursgeschehen genauer angeschaut haben in Relation zum S&P 500. Denn wenn Bitcoin peakt und dann fällt, dann macht das wenig später auch der S&P 500. Kein Wunder, denn beide sind sentiment-based. Also beide hängen sehr stark ab vom Sentiment. Diejenigen, die glauben, dass sie mit Bitcoin irgendwas hedgen können, die werden feststellen, dass wenn die Märkte krass fallen, auch Bitcoin krass fallen wird. Aber das war jetzt wieder eine ketzerische Aussage, meine Damen und Herren, die natürlich nicht ernst gemeint ist. Nur ein kleiner Scherz am Rande. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen, dass jetzt ein neues Phänomen Flashmobs am Start sind. Das ist natürlich Zeichen einer frühen Rallye, könnte man sagen. Da zeigt sich, wie krass die Dinge, wie absurd die Dinge inzwischen geworden sind, wie absurd die Folgen der Notenbankenpolitik sind. Und das, obwohl die 1.400 Dollar Erhöhungschecks ja noch gar nicht da sind. Es reicht, weil einfach wenig Geld in die Hand genommen werden muss durch die großen Hebel, die durch diese Calls, die weit aus dem Geld sind und die deswegen sehr günstig sind. Damit kann man eine immense Hebelwirkung erreichen. Und wenn viele an diesem Hebel sich betätigen, dann werden auch große Institutionen in Schieflage geraten können. Und das ist ein Faktor, der einen schwarzen Schwan hervorrufen kann, den vielleicht keiner auf dem Zeiger hat. Aber ansonsten bin und bleibe ich total bullisch, meine Damen und Herren. Daran hat sich natürlich nichts geändert. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.